Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einer Goldanalyse. Wir haben 10 Goldspieler, wir hatten gestern die Silberspieler und jetzt würde ich auch gerne das allerletzte Mal auf meinem Kanal die Goldspieler ehren und ihnen ein Gameplay widmen. Wir haben auf jeden Fall hier schon mal eine schöne Party. Auf der linken Seite haben wir 5 eingefleischte Goldspieler und auf der rechten Seite ebenfalls 5. Im TS ist gerade auch sehr viel los und deswegen danke erstmal alle für die Geduld und hier eben fürs Mitspielen. Danke auch an alle, die jetzt eingeschaltet haben, die Zeit nutzen und hier zuschauen. Von der Teamkonstellation her, wir haben Thresh auf der Supporterrolle gegen Alistar. Beides sehr, sehr, sehr starke Supporter. Mal gucken, wie die sich so machen. Draven gegen Tristana, auch hier finde ich beide sehr stark. Draven vielleicht auf der Lane im Early ein bisschen mehr Bully und Tristana dann später. Ab Level 3, glaube ich, können Alistar und Draven sehr, sehr, sehr gut engagen. Im Jungle haben wir Amumu und Kha'Zix, auch zwei sehr unterschiedliche Jungler. Amumu später mehr für das Teamfight und nicht so gut im Solo-Killen. Kha'Zix hingegen genau das Gegenteil. Der Pull hier wurde auf beiden Seiten gegeben. Morgana. Midlane Morgana gegen Zed. Da wird Zed wahrscheinlich nicht leicht haben, aber mal gucken. Midlane Morgana, ich habe noch nicht so viel von der neuen Morgana gesehen. Die ist ja nicht schlecht, nach den Zahlen zu urteilen. Ansonsten Ryze gegen Vladimir auf der Toplane. Sehr komisch, weil man jetzt eigentlich auch in der Mitte hätte spielen können. Zwei APler sozusagen, die dann beide auch erstmal ein bisschen skalieren möchten. Mal gucken, wo was zuerst passiert. Botlane jetzt hier. Hier kommt jetzt noch eine Axt und dann sind die Level 2. Da bin ich jetzt schon enttäuscht. Bin ich jetzt schon enttäuscht. Das muss ein Alistar oder von mir ist auch ein Draven. Der muss das schon vorher sehen. Die nächste Axt, da werde ich Level 2. Da hätte Alistar Insta-Flash auf Thresh und kick ihn in dein Team. Das hätten die niemals gewinnen können. Die haben den Minion-Vorteil, Level-Vorteil, Early-Vorteil von den Champs her. Da geht mehr. Kleine Kritik erstmal an den Goldspielern. Hier haben wir Morgana, die haut immer wieder ihre Pfütze rein. Kriegt ihr beide. Hier gibt es einen Kampf. Jungler gegen Jungler. Amumu gegen Kha'Zix. Amumu, wer die Chancen? Amumu geht erstmal mit der Q rein. Er muss... Man hat es nicht gesehen, weil im Spectator-Modus sieht man eher alles. Aber erstmal sehr schön Midlane reagiert. Toplane reagiert. Das ist schon mal sehr nice. Und Kha'Zix kommt weg. Hätte niemals passieren dürfen. Auf jeden Fall, davor war es halt so, dass Kha'Zix keine Sicht um die Ecke hatte. Also Amumu hat sehr schön die Wand geküsst und das hat sehr gut funktioniert. Kha'Zix kommt weg, Amumu kommt weg. Ein bisschen krass, dass hier nicht härter reingegangen wird momentan. Das ist bisher mein erster Eindruck, aber es passiert schon mal was. Das ist schon mal gut. Es wird kein langweiliges Spiel. Zed konnte währenddessen gut farmen. Der hat jetzt 10 CS mehr. Und ich glaube, das ist auch wichtig für den Zed, weil der Zed wird dann vor Morgana Level 6. Morgana selbst. Und das wundert mich. Das wundert mich. Man muss mit Morgana Stopwatch spielen. Ich habe es nicht überprüft, aber ich wette, 90% aller Midlane Morganas haben eine Stopwatch. Denn die baust du sowieso in ein Stundenglas aus. Das ist ein Core-Item von Morgana. Und das war ein Draft-Pick, also es war nicht Blind-Pick. Morgana wusste ganz genau, ich spiele gegen Zed. Und da musst du die Stopwatch mit reinnehmen. Erstens bringt dir das einen Gold-Vorteil, weil du die auf jeden Fall verwerten wirst. Und zweitens kannst du so die erste Ulti überleben. Oh, der Auto-Attack! Am Ende macht der Ryze das Solo. Auch sehr interessant. Das war ein komischer Bait-Recall. Recall-Bait, aber es hat funktioniert. Also Stopwatch wäre auf jeden Fall... Was hat denn die Morgana? Man kann es leider in diesem Spectator-Modus nicht sehen, was für Rune Masteries da reingepickt wurden. Aber frage ich mich, was sie hat. Die hat bestimmt Komet und dann vielleicht das Gelbe. Okay. Weil ohne Stopwatch könnte ich mir vorstellen, dass der Z-Level 6 einfach drauf ulti. Hier gibt es den Engage von Alistar und auch von Draven. Das ist das, was ich meine. Die Power ist auf jeden Fall im Early bei denen auf der Lane. Thresh, guter Versuch vom Hook. Das hätte Alistar das Leben kosten können oder zumindest den Flash. Aber der Hero Minion hat sich da vorgestellt. Ja, Komet. Okay, wir sehen es. Morgana braucht keine Stopwatch. Die Flash offensiv auf Zed bindet ihn rechtzeitig. Und ja, die Morgana irgendwie, die hat den Zed unter Kontrolle. Zed sagt sich, okay, dann starten wir erstmal mit dem Hexdrinker. Weiß nicht, ob ich das so sinnvoll finde, aber okay. Morgana Mitte ist halt
Ist halt Perma-Push und ein bisschen Poker. Währenddessen Kha'Zix und Amumu begeben sich beide auf die untere Seite. Vielleicht kriegen wir hier ein 3 gegen 3. Na, der macht die Krabbe. Und Amumu läuft erstmal hier rein. Da kommt bestimmt die Lantern vom Thresh. Das wird jetzt ein klassischer Lantern-Move. Oder? Irgendwie. Okay, die warten scheinbar, bis Alistair und Draven unter den Turm kommen. Oder auch nicht. Abgebrochen. Was halt auch wichtig ist, was wir jetzt gar nicht mitkriegen, ist, man kann. Die können sich untereinander unterhalten. Also, sie sind alle auf dem TS, die haben alle ihre Räume und es gibt Absprache. Vielleicht haben sie sich da gegen sich abgesprochen und dann hieß es: Yo, geh nicht rein. Der Draven ist sehr gefährlich. Oh, jetzt gibt es einen halben Dive. Oder auch nicht. Ich level 6 Ryze. Pro Meuchler gegen Ryze. Pro Meuchler hielt sich. Hat er seinen Pool? Er hat keinen Pool. Und es reicht nicht von der Zeit aus, um da nochmal den Heal durchzubekommen. Jetzt gibt's die Ultimate von der Black Shield. What? Das war's! Jetzt frage ich mich eins. Ich habe nicht mehr die Bans im Kopf. Zoe wurde wahrscheinlich gebannt. Was ist ein Zoe-Main hier? Das war ja ein magerer Austausch hier irgendwie von den Ultis, fand ich. Wir schauen weiter. Blaues Team. Am Führen, aber wie gesagt, die Botlane Draven 61 CS, da kann Tristana erstmal nicht viel machen. Ja, da geht's noch mal rein und trotz Hexdrink, der Zed hat aber Farm, also der Zed hat immer noch 10 Farm mehr und auch wenn er so aussieht, ob er keine Chance gegen Morgana hat, ist er auf jeden Fall noch präsent. Das darf man noch nicht unterschätzen. Draven immer mal wieder eine Axt, das ist gut. Tristana hat auch den nötigen Respekt. Hexdrinker ist raus, Morganas Ignite ist ab. Wenn die jetzt einen Binding hittet, dann bin ich mir sicher, da geht sie rein. Ignite Auto-Attack. Müsste reichen. Das kann nicht sein, dass der Zed hat selbst noch Flash. Wie kann er denn da? Okay, wir gucken weiter. Ryze gegen Vladimir again. Vladimir pullt nach dem Binding. Das ist eigentlich ganz gut. Dadurch kriegt man nur so 3 Tower-Schüsse. Kha'Zix und Morgana treffen sich, aber Zed ist nicht da. Wollen die diven? Hier, Vladimir noch hochgeheilt. Er lebt. Alistair Level 6. Das könnten wir vorstellen, dass sie jetzt diven können sogar. Okay, hier gibt es einen kleinen. Oh, das wird spannend. Ja, der Kha'Zix wird, glaube ich, zu spät da sein. Die wollen diven. Oh, nice. Amumu ist aus dem Gebüsch gegangen. Das heißt, Kha'Zix hat hier freie Zeit. Kha'Zix hat hier sowas von Free Time. Das war. Die kriegen auch nicht den Ryze. Da ist der Kha'Zix hier schön auf isoliertem Ziel. Der ist Level. Er hat ein Level Up. Und Double Kill. Well played. Ich dachte erst, Kha'Zix kommt zu spät. Aber die Tatsache, dass er genau hier war, als Amumu rausgegangen ist, hat ihm den Überraschungseffekt auf Doom gegeben. Botlane, wie auch immer das passiert ist, hat positiv getradet. Interessant. Alle Sums sind noch ab. Draven Ultis noch ab. Tristanas Ultis raus. Alistair Ultis auch raus. Wir haben so eine Anzeige über der Tristana. Die kenne ich nicht. Das ist dieses Schwert. Was soll das? Muss ich die kennen? Keine Ahnung. Okay, Morgana. Was macht sie? Die haut ihre Pfütze in die Wave. Push, 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 push. Steht 2-0. Und freut sich. Oh, Ryze. Nimmt er die Ulti? Er nimmt die Ulti mit. Botlane wurde gehookt. Beides ist recht spannend. Ryze all in. Trifft alles. Vladimir flasht wieder zu spät und ist tot. Tristana jumpt offensiv rein. Und der Draven will das umdrehen. Wird aber exhausted. Was gar nicht so schlecht ist. Jetzt kriegt Alistair den Hook. Die Ultimate von Thresh ist auch ganz gut. Level up. Heal slow. Auto attack. Double kill fürs blaue Team. Die große Hoffnung. Die große Hoffnung. Die Botlane hat es verkackt. Und damit freut sich das blaue Team natürlich extrem. Wird schwierig für die zurückzukommen. Nächster Gank in der Mitte. Amumu trifft das Binding nicht. Sieht auch immer ein bisschen stumpf aus, aber das Amumu, wenn das Binding kommt und nicht trifft, dann war's das. Puh. Ryze klopft auf den Turm. Das ist der. Ah, der Turm könnte der Tower werden.
Minions klopfen. Ah, das war's. Das ist noch nicht der Turm. Aber es ist schon mal ein sehr bröckliger Turm. Der Blue Buff Transfer, ich kenne das allzu gut. Der hat nicht gefruchtet. In diesem Sinne, Amumus Red Buff schnappt sich den. Und das ist ziemlich ärgerlich für die Morgana, denn die hat nicht mehr viele Mana. Das reicht noch at least für diese Wave. Und da der Zed jetzt auch recallt, ist eigentlich egal, ob sie Blue Buff hat oder nicht. So, nächster Versuch. Kha'Zix jungelt weiter. Nala! Na, was macht mein Hund? Was macht der Doggel? Nala Maus, was machst du? Kurz mal überprüfen. Hier gibt's den nächsten Gang. Vladimir ist hart gefokust und der hat noch sein Pool? Fragezeichen, Ausrufezeichen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 1-4. Der Vladimir wird hart gefokust. Ryze macht es aber auch ganz gut mit dem Snare. Da hat man wenig Chancen und selbst wenn... Schon wieder das Binding trifft! Das macht die Morgana wunderschön. Und da der Zed sein Shadow schon benutzt hat, jetzt geht er anschließend raus. Wir sehen es gerade nicht. Jetzt muss er in die Richtung laufen. Flash Binding hittet. Die Pfütze trifft. Ignite spät draufgesetzt. Das ist gut. Hallo? Zed, wenn du ignited bist, dann hat man Sicht auf dir. Nice try. Nette Überlegung. Und da hat die Morgana eigentlich auch alles richtig gemacht. Erstmal das Binding versetzt geschossen, mit der Hitbox der Champion und des Bindings gearbeitet. Anschließend das Ignite erst in der letzten Sekunde draufgebracht. Wäre es früher da gewesen, hätte vielleicht der Move von Zed klappen können. Aber Amumu und Ryze kamen sowieso noch von oben. Von daher hat der Zed große Probleme. Vladimir, große Probleme. Oh, das sieht echt schlecht aus. Und Draven hat noch nicht so große Probleme, aber zumindest haben sie den letzten Fight verloren. Die große Hoffnung ist nach wie vor die Botlane. Ah, Engage trifft nicht ganz. Thresh mit der E schubst Alistar weg. Der Tower auf der Top stirbt. Währenddessen Ryze nutzt die Gelegenheit, um direkt zu engagen. Jedes Mal EQ in der Combo. Und dann kommt der Flash-Flash-Pool. Mit der E reicht es. Morgana inzwischen hat ihr Sonyas. Dementsprechend macht Zed nicht allzu viel Schaden. Entkommt aber über seinen Schatten. Wenn Amumu nicht sein Q trifft, da fehlt nicht mehr viel. Der Shuriken kommt nicht an. Und jetzt ist der Zed so ein bisschen in einer Bedouille. Alistar Ulti geht anschließend rein, tankt den Turm. Aber so richtig kann der Kha'Zix auch nicht followen ohne Jump. Anschließend kommt der Ryze, um hier zu Hilfe zu kommen. Ryze räumt nicht auf, macht zwar einen Schaden, aber er räumt doch wenigstens noch den einen auf. Tristana! Sie dachte sich, es reicht hier schon. Kha'Zix überlebt. Feels bad, aber feels good für Kha'Zix. 11-2. Was schließen wir daraus? Hieraus können wir nicht viel schließen. Ich kann mir hauptsächlich vorstellen, dass es einfach ein Spieler ist, der nicht Zed spielt. Nicht so viel Erfahrung mit Zed. So sieht es momentan aus. Morgana Midlane ist hier sehr solide. Und jetzt mit dem Stundenglas. Und deswegen meinte ich, da muss man die Stopwatch haben, weil man spart ja auch Gold. Man muss ja die Stopwatch nicht mehr kaufen. Wie teuer ist die Stopwatch? 600 Gold? Fragezeichen. Wenn man sich die schon nicht holen muss, dann spart man schon 600 Gold. Und man kann sie natürlich auch noch einsetzen. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass man auf Morgana die Stopwatch hat. Also die fahren weiter. Santa Draven Skin. Auch nochmal passend zur Jahreszeit. Morgana mit dem Pink Watch steht sicher. Ryze steht sicher. Und der Kha'Zix, ja, der fragt sich jetzt, wo kann ich ganken? Morgana nein, Ryze nein. Ich würde an der Stelle von Kha'Zix versuchen, die Botlane zu ganken. Alistar einfach zack, engage. Das macht er auch die ganze Zeit mit seiner Ultimate. Oh oh. Ah, ärgerlich. Die Knospe hilft ihm auch nicht.
Ich glaube, das Shackeln hat noch getroffen. Der Slow war gut von Zed, damit ist er raus, aber es war wieder ein Verlust. Und der Kha'Zix, der kann einfach nicht mehr zwischen Mitte und Top rumrotieren. Und so bitter es aussieht, ich empfehle ihm, auf die Bot zu gehen. Gute Spin-Axes von Draven. Amumu will da natürlich noch rein. Alistar wartet das Ganze ab und flasht. Ich weiß nicht, was ist dieses Symbol auf dem Kopf von Tristana? Das triggert mich. Da kommt die Ulti von Draven. Clear 2 CS, macht ein bisschen Damage, macht ein bisschen Pam Pam. Mitte wird von Ryze und Morgana gepusht. Das ist so gefährlich. Ich wollte gerade sagen, der Ryze, der macht eine Combo und da haben wir gerade gesehen, was das anrichten kann. Die sind also auf den Solo-Lanes sehr stark am Dominieren. Amumu macht ein bisschen Damage. Morgana macht weitere Auto-Attacks. Wie viel Leben hat der Turm noch so? Der Turm fällt. Hier gibt es sogar noch eine Rotation. Tristana und Thresh sagen sich so, ey, was juckt uns die Botlane? Wir gehen jetzt groupen, weil unsere Laner so total dick sind. Was ist das für ein Schwert? Kann mir irgendwer sagen, was das für ein Schwert auf dem Kopf von Tristana ist? Das ist ja dauerhaft da. Dauerhaft ist das da. Schreibt es in die Kommentare. Aber warte mal, wie will Tristana das hier verteidigen? Alleine? Bin mal gespannt. Alistar hat kein Flash. Okay. Meanwhile haben sie nochmal den Vladimir gekillt. Der leider auch sehr stark gerade in den Mangel genommen wird. Herald wird hier gemacht. Tristana nach wie vor alleine. Die wird das nicht packen können. Der Zed läuft auch noch runter. Aber das ist das allererste Mal, dass das rote Team was bekommt. Herald geht ans blaue Team. Tristana versteckt sich. Das ist wie beim Feind der Teemo. In den Gromp Camp. Wartet auf den Thresh. Und fühlt sich jetzt schon auf jeden Fall deutlich sicherer. Prinzipiell hat Vladimir Scaling. Zed hat nicht so das beste Scaling. Ist halt schwierig. Ich hätte eigentlich erwartet, dass Zed deutlich mehr auf der Lane machen kann. Das ist so, finde ich, die größte Schwachstelle. Jetzt wird gefightet, 3 gegen 3. Der Draven, der kriegt eine ziemlich große Schelle gerade von Tristana. Tristana hat's verkackt. Oh, wieder der eine Auto-Tag. Wie ärgerlich ist das denn? Da würde ich echt ein bisschen später die Ulti zünden, weil der Kill war sicher. Der Kill war sicher. Okay, aber dafür holt Tristana hier nochmal was. Ryze wird ebenfalls was. Doppelkill für Tristana. Kann der Zed von mir aus auch kommen. Ulti anschließend. Ja, das ist nichts. Das ist nichts. Stopwatch auf Tristana. Ja, nice. Ja, aber das ist nichts mehr. Also, da sehe ich keine Chancen. Das ist ein Surrender! Wie auch ich, sieht das rote Team keine Chancen mehr hier. Damit ist das Game vorbei. Danke an alle 10 Spieler fürs Spiel. So schnell kann es gehen. Morgana recht solide in der Mitte. Aber ansonsten hatten wir auch auf allen Lane ein recht spannendes Spiel. Danke fürs Zuschauen. Danke für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen gibt es nochmal eine richtig coole Analyse. Lasst mich nämlich Platin gegen Diamond spielen. Und da seid mal gespannt, wie das ausgeht. Danke fürs Zuschauen. Danke für eure Zeit. Daumen nach oben, wie immer, wäre geil. Und wir sehen uns. Haut rein. Macht's gut.